Der 47-jährige Theresa Burgi trat einer Partnerbörse bei, um vielleicht den Mann meiner Träume, den Vater meiner Kinder, zu finden. Doch daraus wurde nichts. Sie wurde enttäuscht, verklagte die elitäre Datingagentur und bekam nun Recht, wie der Guardian berichtete. Die Mutter von drei Kindern meldete sich 2013 bei der Singlebörse 70/30 an, nachdem sie mehrere Rezensionen gelesen hatte. Ihre Ansprüche waren bescheiden, sagte später der Richter. Am Mittwoch wurden Burgi insgesamt 14.644 €, 13.100 Pfund, zugesprochen. 14.089 €, 12.600 Pfund wegen Betrugs und 559 €, 500 Pfund Schmerzensgeld. Außerdem wurde die Agentur zu einer Strafe in Höhe von 5.591 €, 5.000 Pfund verurteilt, da sie sich positive Rezensionen erkauft haben soll. Theresa Burgi hatte die Singlebörse wegen Betrugs und Unterstellung verklagt. Die Agentur habe mehr männliche, wohlhabende Singles zur Auswahl gestellt, als sie tatsächlich in der Kartei hatte. Am Mittwoch hat der oberste Gerichtshof in New London entschieden, dass die Geschäftsfrau über die Exklusivität der Mitgliedschaft getäuscht wurde. Insgesamt zahlte Burgi 15.207 €, 13.600 Pfund an die Agentur. Der Richter war überzeugt, dass der Manager der Agentur den Mitgliedern vorgegaukelt hatte, dass bei seiner Börse überdurchschnittlich viele reiche Männer angemeldet seien. Das sei irreführend, sagte der Richter. Es gebe insgesamt nur rund 100 aktive Mitglieder. Diese Zahl könne auch beim besten Willen nicht gestreckt werden, egal wie gering man Burgis Ansprüche einschätze, hätte Ems. Burgi die tatsächliche Größe der aktiven Mitglieder gekannt, hätte sie sich nicht bei 70/30 angemeldet, sagte der Richter. Sie wurde von falschen Darstellungen getäuscht, von denen der Agenturleiter gewusst habe. Susi Ambrose, Gründerin und Leiterin der Börse, warf Theresa Burgi hingegen vor, dass ihre Erwartungen unrealistisch gewesen seien. Wir sind eine exklusive Agentur, nicht der Mainstream, kein Massenmarkt für Online-Dating. Wir haben nicht tausende Mitglieder, weil es nicht tausende wohlhabende High-Class-Singles gibt, sagte Ambrose. Von Frieda Kamera RND.